Hallo, ich wollte euch mal kurz mein neues Kleid zeigen. Das habe ich mir im Sale bei New Yorker gekauft. Das ist so ein bisschen indianermäßig oder Mexiko. Also irgendwie so erinnert mich das halt daran. Ja, so sieht das aus. Das ist obenrum, ist das halt sehr locker, als wäre das halt ein Rock mit einem Top drin. So sieht das so aus. Ja, das geht um bis zum Knie und hat an den Seiten so Taschen, wo man halt schön lässig die Hände reinstecken kann. Und ja. Schaut das aus. Oben, wie gesagt, das ist schön locker, wie man sieht, und ist halt auch total süß abgesetzt. Wie man sieht, so diese ja, Falten finde ich total niedlich. Ja, und in der Mitte, halt in der Taille, ist ein Gummizug, damit es halt diesen lockeren Sitz hat. Ja, und das eine, also dieses bunte Muster, das erinnert mich wirklich so an Mexiko, an diesen Schürzen oder Pareros. Ja, und das sind diese Einschiebtaschen, oder wie man es auch immer nennen mag. Die Armbänder sind gesammelte Werke. Das ist von Six oder von so günstigen Laden wie Teddy oder so. Da habe ich die, gucke ich öfter mal, und da ergatter ich sowas. Die Kette, die habe ich mal im Sale gekauft. Ich glaube im Winter für 2 oder 3 € bei Six. Hier oben sieht man nochmal diese süßen Perlen, die halt auch zu diesem Indianer-Look total gut passen. Und ja, das hat mich total dazu verleitet, dieses Kleid zu kaufen. Für 9,99 € gibt es immer noch bei New Yorker im Moment. Ja, und die Schuhe, das sind so ganz günstige Treter. Die habe ich schon etwas länger aus so einem günstigen Laden. Um die 10 € ungefähr haben die gekostet. Das war's auch schon, und ich sagte mal tschüss, ne? Bis bald.